Timo konnte in Dijon-Prenois die Meisterschaft nicht vorzeitig für sich entscheiden. Er führt aber weiterhin die Fahrerwertung vor Mercedes-Benz-Fahrer Gary Paffett an. Ralf fuhr im französischen Burgund sein bestes Rennen und wurde Fünfter. Jetzt geht's zum letzten DTM-Lauf dieser Saison, zum großen Finale nach Hockenheim. Timo zeigte sich nach dem turbulenten Rennwochenende in Frankreich sehr optimistisch. Für ihn ist Hockenheim etwas ganz Besonderes. Sehr, sehr schöne, positive Erinnerung. Finale gewonnen im letzten Jahr, den großen Titel da gewonnen. Und ich könnte mich daran gewöhnen, das nochmal in Deutschland zu tun. Timo bringt gute Voraussetzungen mit nach Hockenheim. 7 Punkte Führung, 10 Kilo leichter in Hockenheim. Von daher ist alles im grünen Bereich. Auch Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich glaubt an Timos Titelverteidigung. Er ist immerhin in der Meisterschaft noch vorne und wir schauen jetzt konzentriert auf das Finale in Hockenheim, um dort das Maximum zu geben und versuchen mit einer ähnlich guten Performance, wie wir sie beim ersten Rennen in Hockenheim mit einem Dreifachsieg gehabt haben, uns in eine gute Position zu bringen. Beim Auftaktrennen in Hockenheim konnte Timo auf den 2. Platz fahren und auch Ralf schaffte es zu Saisonbeginn in die Punkte. Er erwartet das Saisonfinale mit Spannung und hat sich ganz persönliche Ziele gesteckt. Hockenheim, da ist ja noch alles offen. Zuerst mal aus Meisterschaftssicht, was für uns alle sehr schön ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich noch einen versöhnlichen Saisonabschluss habe. Ralfs Fans hoffen, dass er auch noch in der nächsten Saison in der DTM starten wird. Ex-Formel-1-Fahrer Jean Alesi besuchte das Rennen in Dijon und schätzt Ralf sehr. Er hat in der Formel 1 Spitzenleistungen abgeliefert und es ist wichtig, für die DTM einen populären Fahrer wie ihn zu haben. Ein spannendes DTM-Finale erwartet Timo und Ralf. In Hockenheim kommt es also zum Showdown. Wer wird DTM-Meister 2009? Das DTM-Finale vom 23. bis 25. Oktober.